Uwe Pfeiffer wurde 1947 in Halle an der Saale geboren. 1965 bis 66 machte er sein Abitur und die Lehre als Gebrauchswerber. 1968 bis 73 studierte er an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Und seit 1973 arbeitet er freischaffend in Halle. 1974 war er Lehrbeauftragter für Lithografie an der Hochschule für industrielle Formgestaltung in Halle an der Burg Giebichenstein. Iris Band wurde im Jahre 1961 in Meißen geboren. Mit 16 begann sie ein Abendstudium an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, was sie 1979 abschloss. Im selben Jahr machte sie ihr Abitur. Ein Jahr später begann sie an der Hochschule für industrielle Formgestaltung in Halle an der Burg Giebichenstein zu studieren. Und 1986 machte sie ihr Diplom als Malerin und Grafikerin. Seitdem ist sie freischaffend tätig. Jutta Wittenbecher wurde 1954 in Göllingen geboren. Sie machte ihren Fachschulabschluss in Kulturwissenschaften in Meißen und seit 1994 ist sie in der Zeitkunstgalerie in Halle als Galeristin tätig. Burkhard Aust wurde 1961 in Halle an der Saale geboren. 1982 machte er sein Abitur und bis 1984 eine Lehre als Buchdrucker in Merseburg. 1984 bis 1989 studierte er Malerei und Grafik an der Hochschule für Kunst und Design in Halle an der Burg Giebichenstein. 1989 arbeitete er an dem Filmprojekt Red Noir mit. 1990 bis 1991 studierte er freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und machte 1992 sein Diplom als Maler und Grafiker. Interessant, die Frage, weil ich mich damit jetzt nicht befasst. Ich denke jetzt nur mal kurz nach, weil scheinbar leben wir momentan in einer ziemlichen Stillosigkeit. Also in diesem zeitepochenmäßigen Sinne. Weil, wie gesagt, alles ist möglich. Ja. Also wo ist der Stil? Ja. Das ist wahr. Ja, mit dem Problem Stil habe ich immer so meine Probleme, weil was ist das eigentlich? Das ist ein Kunstprodukt und ein Mechanismus, der den Kunstmarkt bedient. Eine Schublade, wo man über die schnelle Erkennbarkeit jemand zuordnen kann. Stil, gut. Der Stil ist ja im weitesten Sinne, denke ich mal, die Handschrift, die Ausdrucksform, mit der das Thema, was man sich nun gewählt hat, behandelt wird. Ich finde aber eben, die Handschrift ist ja wiederum entwickelt, die sich hier aus Handwerk, ja, also Handwerk, Handschrift. Und das ist ja eine gute Basis. Und das ist ja meines Erachtens eigentlich eben ein Teil der Mentalität des Menschen, also eigentlich auch wirklich ein Teil von Charakter. Weil das ist eine Sache, auf die man sich ja nun auch verlassen will. Man variiert den Stil natürlich, der bleibt ja nicht immer gleich. Aber das wirklich Wesentliche ist, glaube ich, so was der Mensch in sich hat. Das kann man eigentlich auch nicht großartig verändern. Man kann ja mit Stilen spielen. Gibt es auch viele Maler, die mal so, mal realistisch, mal fotorealistisch, mal impressionistisch und sonst wie gemalt haben. Oder gerade wie Gerhard Richter, der ja nun alles handwerklich auch perfekt bedienen kann. Ein Stil kann man eigentlich nicht erfinden, sondern der entwickelt sich. Zumindest bei einem ernsthaften Künstler ist das so, dass im Wachsen Sachen entstehen und nicht im Programm. Weil die meisten Leute wollen ja auch immer wissen, was ist denn das für ein Stil? Werde ich auch oft gefragt, was ist denn das nun für ein Stil oder ja, wo ordnen Sie sich selbst ein? Aber das kann ich nicht, will ich nicht. Und das ist klar, das ist Schubladendenken, macht vieles einfacher. Man kann dann gleich, da gehörst du hin und so weiter. Ja, wie jetzt, wenn einer realistisch malt, Leipziger Schule oder sowas. Das ist eben so, ja, wo es da nun ganz viele Unterschiede gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Stil habe oder so weiter. Das ist Max Ernst zum Beispiel, der hat, oder Picasso, um die nochmal zu nennen, die haben ständig also ihre Stile auch gewechselt, die haben gespielt, die waren Homo Ludens, den hat das eigentlich überhaupt nicht interessiert, diese Schubladengeschichte des Kunstmarktes. Ich meine, man als Künstler versucht ja so und so seinen Stil zu finden, seine Ausdrucksweise oder was man so allgemein als Handschrift bezeichnet. Und dann ist man eigentlich ja nicht so abhängig von dem, was drumherum passiert.
Könnte man das zurückführen eigentlich auf den individuellen jeweiligen persönlichen Stil. Dort könnte man den noch finden. Da würde sich aber wahrscheinlich auch wieder rückgreifen. Könnte man immer sagen, der macht das wie da und der macht das wie. Das haben wir alles schon mal gehabt und der lehnt sich dort an und da und so. Obwohl bleibt ja doch bei einigen wenigen müsste doch was ganz Eigenes bleiben. Wenn man machen hat, Neo Rauch, der hat schon was, was vorher keiner hatte. Und das ist auch das Tolle, dass immer mal wieder sowas entsteht, was doch noch nicht da war. Das ist zwar vieles zusammen verknüpft und gemacht, und daraus entsteht ein gewisses Ding, was doch einzigartig ist. Das wäre wahrscheinlich Stil. Kulturwissenschaften studiert, war mit einem Maler verheiratet, der hier in der Burg Giebichenstein studiert hat, und habe jahrelang im Jugendclubhaus Philipp Müller Ausstellungen gemacht. Allerdings damals mit gestützten Geldern, also nicht privat, wie wir es jetzt machen, sondern haben im Grunde um alle Vierteljahre über Fotografie, Malerei, Grafik im Jugendclubhaus Philipp Müller in einem Café, was separat war damals, zu den Zeiten haben wir Kunst gezeigt und haben das schon zusammen gemacht mit der Burg Giebichenstein, mit Fachhochschulen, egal, was wir so in der DDR entdecken konnten. Wahrscheinlich Gundula Schulze, die hat ein Thema zur Fotografie über Rentner im Altersheim gemacht. Das war damals ein ziemlich populäres Thema und das war eine ganz wichtige Ausstellung unter anderem. Die ist dann auch verboten worden mal. So in den 70er Jahren sollte gezeigt werden in der Bosenschenke, dann wurde die verboten und dann haben wir sie nach Hause geholt, ja, und so weiter und so fort. Und so hat sich die ganze Sache zur Kunst immer mehr entwickelt und auch für mich immer, ich habe mich immer mehr dafür interessiert. Und irgendwann kam die Frage von Hans-Joachim Triebsch. Der war zu DDR-Zeiten der Vorstandsvorsitzende von dem Verein, den es gab, kurz nach der Wende oder halt vor der Wende, als es noch Kunst der Zeit in der großen Ulrichstraße gab. Da gab es den Laden Kunst der Zeit und das ist der Vorläufer von der Zeitkunstgalerie. Und da wurden wir gefragt von Hans-Joachim Triebsch, die Sabine Rackwitz und ich, ist euch vielleicht ein Begriff oder im Saalkreis überhaupt. Und wir beide haben zusammen angefangen, 1994 die Galerie zu führen, zusammen damals noch mit einem Verein. Also die Kunst geht eigentlich immer mehr so einen elitären Weg. Das macht es auch nicht einfach, weil dann brauchen wir nämlich, als wenn wir dann elitär sind, uns Bilder, dann brauchen wir immer mehr Millionäre oder irgendwelche Leute, die so viel Geld haben. Ja. Weil wer kauft denn dann nachher noch? Wer macht es noch? Ja. Und ich denke auch gerade die Menschen, die dafür auch für Bilder Geld ausgeben, ja, die viele urteilen ja da sehr oberflächlich dann. So, und eben, das gehört da in diese Schublade. Dafür kann ich so und so viel Geld ausgeben. So in der Art, ja. Also interessanter macht es das eigentlich nicht. Obwohl ja nun Kunst so was ganz Interessantes ist, ja. Es hat ja auch mit Qualität in erster Linie nichts zu tun. Es sind immer auch wieder diese Spielchen des Kunstmarktes und der Galerien, der Modewelt verhaftet, dass man da
zu ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen kommt bei einzelnen Künstlern. Und Künstlerschaft und der Konkurrenzdruck ist dann unerhört hoch, weil wir haben ja auch nicht wenig. Und die Hochschulen bilden jede Menge Leute aus. Da versickern zwar viele, von denen man nie wieder was hört, aber einfach ist es nicht. Aber welcher Mensch ist schon, der jetzt nicht unmittelbar mit der Kunst zu tun hat, also nur ein Betrachter ist, welcher Mensch ist da in der Lage oder nimmt sich auch diese große Freiheit, wenn er jetzt nicht gerade das als Hobby oder als Zweitinteresse betreibt, das alles für sich selbst zu klären? Die meisten Menschen sind ja darauf angewiesen, was in der Zeitung steht oder so. Das wollen sie auch gerne lesen und sich selbst erklärt fühlen, ja. Oder sagen können, ja, das weiß ich, das gehört da und dort. Denn natürlich macht es diese wunderbare Kunst mit ihren vielen Facetten, wird damit keine Gerechtigkeit getan. Ja. Mhm. Und es gibt eben auch auf diesem Kunstmarkt keine Skala von Wertigkeiten. Ob jemand berühmt ist oder teurer verkauft oder so weiter, hängt nichts mit der Qualität des Bildes zusammen. Sondern es sind immer viele Argumente, die da mitspielen. Ist das erstens mal gerade interessant? Ist das gerade Mode? Ist der Künstler überhaupt fähig und willens, seine Sachen zu verkaufen? Wie bringt er sich ein? Schwierig ist es mit der Beurteilung, ja, der Qualität. Da ist es aber natürlich genauso schwankend, und weil keiner mehr ein Maß hat, finde ich. Alles wird zugelassen. Sie haben in der Tageszeitung, wenn Sie die aufschlagen, ist ja der Hobbykünstler Dingsbums, der abends mal was malt, steht neben Profi und es wird nicht gewertet, es ist gleichberechtigt. Ja. Wir haben jetzt unendlich viele Angebote, aber es sind fast so viele Angebote, dass die paar wenigen Menschen, die es eigentlich so wollen, gar nicht schaffen, überall hinzugehen. Ja? Also vielleicht habe ich ein bisschen altmodische Vorstellungen von Kunstwerk. Ich sehe es eben nicht nur als Gebrauchsgegenstand oder als Kaufprodukt, sondern eben auch als geistige Ware. Weil Kunst ist Kunst und die ist dann auch Kunst, wenn sie keiner kauft. Also da gibt es manchmal keinen Unterschied in der Qualität zwischen jemandem etwas Unbekannteren oder einem Otto Dix, der sehr bekannt ist. Zum Beispiel unser Karl Völker aus Halle, da haben wir zwar jetzt auch eine große Ausstellung gehabt, da ist er schon wieder weg vom Fenster. Das klappt einfach nicht so richtig, den so richtig ins Bewusstsein. Ich meine, mit dem kann man kein Geld mehr verdienen. Und so meine ich das, aber das wird hinterher, das ist da und wird sich irgendwann behaupten. Und irgendwann hängt er dann da und hat seinen richtigen Platz, vielleicht in der neuen Moritzburg jetzt, vielleicht machen Sie mal einen Völkerraum. Und dann ist da die Kunst und es spielt jetzt keine Rolle mehr mit Geld. Dem kann sowieso keiner mehr Geld verdienen. Aber die Qualität ist da. Ich meine das so. Und wie Sie es jetzt meinen, stimmt es natürlich auch. Das ist aber, sagen wir mal, unter Lebenden. Da spielt das Geld einfach immer eine Rolle. Die Kunst bleibt da. Wenn es Kunst ist und das muss durch, sagen wir mal, durch Tausende von Filtern durch, also durch viele Menschen, durch euch durch, dann müsst ihr auch so. Das merke ich mir, das ist was mich interessiert. Und das gibt immer wieder weiter an andere und dann beschäftigen sich da wissenschaftliche Gremien damit und sonst was. Und irgendwo klärt sich zum Schluss das und das bleibt das übrig, was übrig bleibt, was wir jetzt in dem Bestand haben. Kulturhistorischen, in den Museen oder in Sammlungen, was übrig bleibt und was ab und zu immer wieder rausgeholt wird. Das ist dann der Extrakt. Ja. Ich zur Kunst. Ja, wahrscheinlich liegt das in der familiären Erziehung. Nehme an, meine Mutter, die hat die kreativen Wurzeln gelegt. Und wahrscheinlich hat sie es dann an ihre Kinder weitergegeben. Also den Spaß am Basteln und Zeichnen und alles solche Dinge. Und bei mir hat sich entschieden, also ich bin dann über meinen Vater mal in einen Buna Kindermalzirkel gekommen. Bei Ilse Maria Krause. Und von da aus in einen, als ich dann älter wurde, Erwachsenenmalzirkel bei Herbert Geheb, der war auch studierter Maler von der Ruhig-Giebichenstein.
Und da hat sich der Gedanke verdichtet, dass man damit durchs Leben kommen kann. Das hat mich eigentlich immer interessiert, solche Geschichten, wo man was entdecken kann. Also ich wollte vielleicht, es wollten noch mehrere aus meiner Klasse, Afrika-Forscher oder in Urwald rein, da was entdecken. Ja. Oder Archäologie studieren, ausbuddeln, ausgraben, was finden, was Neues, so wie die Himmelsscheibe jetzt oder so. Aber es wurde dann Kunst. Und das ist auf einer ähnlichen Basis. Man entdeckt ja ständig was. Ja. Also man hat immer wieder neue Erlebnisse, neue Beobachtungen und muss das umsetzen, um neue Bilder entstehen zu lassen. Vorbilder hat man ja immer. Also von hinten angefangen, muss man vielleicht sagen, da steht mir Edward Hopper, das ist Amerikaner, oder Caspar David Friedrich, dann die Neue Sachlichkeit, Karl Völker aus Halle. Ja, das geht dann bis Goya oder Dürer oder Grünewald. Da würde ich mich einordnen. Da könnte ich jetzt noch unheimlich viele Leute aufzählen. Mir fallen mir die gerade ein. In den großen Museen der Welt hängen selten Auftragswerte, sondern das sind alles Werke, die in großer Obsession und Leidenschaft entstanden sind, entweder in großer Liebe oder Verliebtheit oder in großem Zorn. Und das spürt man dann einfach in so einem Werk auch, diese Kraft, die dahinter steckt und diese Kompromisslosigkeit. Auftragswerke sind immer eine soziale, positive, schöne Geschichte, um Künstler im Leben zu erhalten. Und auch notwendig und auch wichtig. Und ich will es jetzt nicht verteufeln, es gibt auch wunderbare, gute Auftragswerke. Aber letztendlich muss es einen Kontrakt geben zwischen demjenigen, der etwas möchte, und demjenigen, der etwas dann mit seiner eigenen Leidenschaft temperamentvoll dann auch umsetzt. Und wenn da so Vorgaben sind, also mach mir das da und da will ich noch was haben und so, dann geht das eben einfach nicht. Und dann funktioniert es auch nicht. Dann wird es kein Kunstwerk, dann wird es ein Auftragswerk. Also jedenfalls kenne ich ja Kollegen, die das ja idealistisch sehen, die Arbeit der Malerei, und dann sagen, gut, Auftragswerke ist, würde ich mir nicht zumuten, denn die Kunst muss ja frei sein und so weiter. Plus, das finde ich auch alles dann ein bisschen abgehoben, weil das nicht so der Realität entspricht. Meistens sind dann ja auch Potenziale im Hintergrund, wo man halt nicht den Markt, sag ich mal, den finanziellen bedienen muss. Ich stehe der Sache aber positiv gegenüber. Ich finde das auch immer wieder eine Herausforderung, letztendlich mich auf den, der den Auftrag auslöst, einzulassen. Ja. Kommt natürlich darauf an, was es ist, aber die Freiheit hat man ja, Nein zu sagen. Ne? Generell sind Aufträge ganz wichtig für Künstler, nicht nur als Sozialfaktor, sondern eben auch, um selbst mal wieder auf eine Idee zu kommen und zu sagen, sich mit einem Thema zu beschäftigen, was eigentlich man derjenige gar nicht angefangen hätte. Ja, das habe ich in erster Linie meinen Eltern zu verdanken, weil die mich sehr früh schon auch laufen lassen haben in einem Kindermalzirkel in den Buna-Werken. Ich komme ja aus Schkopau. Und dort wurde das künstlerische Volksschaffen begleitet von professionellen Künstlern. Und dort habe ich eigentlich erst mal so reingeschnuppert und gemerkt, dass das Spaß macht zu malen. So. Das wurde dann, das folgte dann also mit mehreren anderen Zeichenzirkeln, die auch in diesem Buna-Werk betreut wurden.
Und irgendwann reifte dann dieser Entschluss, dass das mir ja doch mehr Spaß macht, jetzt als irgendwie schwer im Kapitwerk zu arbeiten. Und dieser Wunsch reifte einfach zu studieren. Und ich habe das dann von 1984 bis 1992 gemacht an der Burg Giebenstein, an der Kunsthochschule. Ja, und war also relativ kontinuierlicher Weg. Also die großen Rosinen, die kommen dann so nachts und weil sie gerade sagten, der Künstler arbeitet eigentlich 25 Stunden am Tag. So, selbst wenn er träumt, hat er schon wieder ein Bild im Kopf. Ne? Also so ein Bild, das muss aus Seele gemacht werden. Das muss Fleisch und Blut haben. Das muss irgendwie auch, man spürt das bei einem Bild auch oder bei einem Kunstwerk generell, ich rede ja nicht nur von Bildern, ob das gelebt ist, ob das empfunden ist. Ja, die Frage nach den Vorbildern ist schwierig, weil so richtig hat man alle oder keinen. Also man holt sich eigentlich von jedem Künstler eigentlich das Beste raus und guckt, was da interessant ist für einen. Und deshalb kann ich da jetzt eigentlich auch gerade nicht mit großen Namen auftischen oder will es eigentlich auch gar nicht, weil es auch heutzutage für mich immer wieder interessant ist, sich mit neuen Richtungen und Strömungen und Künstleräußerungen zu beschäftigen und mir das Beste rauszusuchen und darüber zu befinden, ob das schön oder weniger schön ist. Ganz froh, dass in der Zeit jetzt alles machbar ist. Ist alles möglich. Und ob da jetzt mal so einer rausguckt, wie er raucht, der ist auch mal wieder weg. Da ist wieder was anderes. Aber es darf jeder tun, was er will. Ich glaube, es ist ganz schwer, was zu finden, was es nicht schon in irgendeiner Art und Weise gab. Ein Raucher hat das wirklich geschafft irgendwie. Da passiert gerade was, was irgendwie noch nicht vorhanden war. Wüsste ich jetzt nicht. Und das ist einfach spannend, was da passiert. Also dieser Hype oder Aufschwung basiert auf diesen USA-Erfolgen. Und wenn jemand in den USA verkauft und dort sitzen eben die Leute, die das richtig große Geld haben, und wenn man dann zieht und
Und das hat funktioniert irgendwie. Dann behauptet halt jemand plötzlich, ab Neo-Rauch ist wieder gegenständliche Kunst gefragt. Ja, vielleicht gefragt oder was weiß ich, aber nicht. Aber bestanden hat die immer. Ne? Also es ist nie so, dass der Witz, dass erst wieder gegenständlich gemalt wird, seit Neo-Rauch, das ist absolut Schwachsinn. Wir sind ja alle noch da. Wir haben ja auch immer was gemacht. Und ich finde die Bilder, die er macht, unendlich interessant. Das sind für mich ganz wichtige Bilder. Dass die so teuer geworden sind und dass die Amerikaner kommen und die kaufen und wie das erzählt wird. Ich habe es noch nicht live miterlebt, aber es muss irgendwas dran sein an dieser Geschichte, wenn da am Wochenende 3 Tage die Türen geöffnet sind, dass sie da wirklich einfliegen. Aber das ist eine Marktgeschichte. Und es gibt ja viele Zungen, die da behaupten, das dauert nicht lange, aber es dauert schon ganz schön lange. Und ich finde es auch wirklich ganz schön wichtig, dass es dauert, weil ich finde Neo auch, also wirklich, das ist in der Kunstgeschichte einfach mal ein Punkt, der entsteht oder entstanden ist. Das finde ich wirklich ganz wichtig. Das wird auch noch eine ganze Weile andauern, weil es entstehen ja auch immer wieder ganz andere, neue, große Bilder von ihm. So wie wir das hören hier in Halle, sind viele auch neidisch auf ihn, aber das hat sich einfach mal so entwickelt. Und wie gesagt, da hat die Gesellschaft einen ganz gehörigen Anteil dran, dass das so läuft. Das finde ich schon traurig, dass es eine ganze Reihe von anderen jungen Leuten gibt oder Gleichaltrige oder noch ältere, jüngere, die keine Chance haben, annähernd so gut zu verkaufen. Aber das ist eben der Markt, das macht der Kunde. Und noch ganz andere Leute, denke ich. Ja, gut, das ist erstens mal eine Art Zeitgeist, der sich ja nun auch durch den Markt wieder herausgeprägt hat. Es gab ja immer Künstler, die gegenständlich gemalt haben. Es ist ja nicht immer nur das eine oder das andere. Und das sind ja auch so Wellenbewegungen. Kommt eine Zeit, wo es nur abstrakt ist, dann nach einer gewissen Zeit besinnt man sich wieder auf gesehene Dinge. Und nach der Epoche wird es wieder freie Sachen und verspielte Sachen geben. Also das ist ja immer so ein Rhythmus, der da einsetzt. Ja, und jetzt ist halt gerade die Schiene der gegenständlichen Malerei. Und da springen auch viele auf. Also das sehe ich auch nur vorübergehend so. Das ist eigentlich eine familiäre Tradition im größeren, weiteren Sinne. Also ich stamme ursprünglich aus Meißen, da liegt das schon nahe, Porzellanmanufaktur und sowas. Und meine Eltern sind alle beide in der Porzellanmanufaktur als Lehrausbilder und Maler tätig gewesen. Und im Prinzip war bei uns zu Hause Malen so wie Alltag. Ja? Also ich bin im Prinzip zwischen Zeichnungen und Entwürfen groß geworden. Ach ja, Vorbilder schon, aber jetzt nicht so bestimmend für meine Arbeit. Also ich bin eher ein Mensch, der sich natürlich orientiert in verschiedenen Richtungen. Und meistens sind es mehr stilistische Vorbilder oder Ausdrucksweisen, die mir nahe kommen. Aber ich habe jetzt keinen konkreten Maler, wo ich sagen würde, ja, das ist einer. Denn die Frage kommt ja immer häufig, Halle und Feininger und gerade bei meinen Stadtbildern. Aber es ist nicht mein Vorbild und ich muss sagen, als ich nach Halle kam, wusste ich nicht mal, dass hier Feininger gearbeitet oder gewirkt hat. Ich suche mir eher, wenn ich das noch dazu sagen darf, ich habe eine Vorliebe so für opulente Malereien oder stofflich aufgebaute Bilder.
und vielschichtige Geschichten, ja, die nicht sofort erkennbar sind. Und da fällt mir also in meiner früheren Jugend ein, so Klinger, das war so eine Geschichte von der Materialbehandlung her, nicht von Inhalt, eher von der Oberfläche. Eigentlich bin ich jetzt in den letzten Jahren fast dreidimensional so geworden. Also am Anfang habe ich auch ganz plan auf die normale Leinwand gemalt und das wurde dann immer vielschichtiger, indem ich dann so Dinge aufgeklebt habe und wieder übermalt habe und in letzter Zeit sogar bei den großen Stadtansichten dann so Holzteile unterlege, die dann wieder überklebt werden. Also entsteht fast ein dreidimensionaler Ausdruck, es wird immer plastischer. Ja klar, ein Grund ist eigentlich auch meine Vorliebe so für eine Art Spaß am Arbeiten, also auch ein spielerisches Element. Und dann bin ich außerdem auch ein sammelnder Mensch. Also ich verwerte vieles, was ich finde und bewahre das natürlich auch erstmal eine Zeit lang auf. Und wenn ich dann so eine Idee für irgendein Bild habe, schaue ich erstmal rum, was ich nehmen könnte. Und das in, die Auswahl ist dann ziemlich spontan, also ohne großes Konzept. Und insofern ist die Vorbereitung des Bildes eigentlich ein sehr intuitiver Vorgang. Das ist eigentlich der Grund, dass ich mich nicht festlegen will und eigentlich auch immer überraschen lassen will von dem, was mir vorgegeben wird an Material. Ja, die Frage nach den Überlebensmöglichkeiten des Künstlers, das kann man pauschal nicht sagen. Das hängt einfach von so vielen Faktoren ab. In erster Linie von dem Willen des Künstlers, überhaupt sich auch einzubringen und Eigeninitiative zu initiieren und Projekte anzugehen und so weiter und administrative Dinge zu tun, dann natürlich auch von der Qualität der Bilder, vom Auftreten. Deshalb ist es pauschal nicht zu beantworten, dass man sagt, man kann davon leben oder nicht. Also bei uns schaffen es einfach im Moment so ganz junge Leute auch nicht. Die müssen gucken, dass sie nebenbei jobben und die sind immer alle ganz platt, weil sie dachten, sie können, wenn sie eine Eins haben im Diplom, jetzt geht's los. Und dann stellen sie fest, also das ist ihnen nicht beigebracht worden, so auf dem Weg bis dahin zum Diplom, dass es also sehr schwierig sein wird, auf dem Markt zu bestehen. Und das ist also eine, ja, und dann geben es viele auf und dadurch, ja, ist eben einfach so ein Rennen angesagt, was so nicht ganz gesund ist. Man müsste dann auf eine andere Art Geld verdienen und das Eigentliche für sich machen, bis irgendwann mal jemand das zur Kenntnis nimmt und sagt, hier ist ja einer, der macht da was, das müssen wir mal zeigen. Ja. Also so ist eigentlich wirkliche Kunst, spielt sich so ab. Es gibt unendlich viele Hochschulen, Fachhochschulen und alle möglichen Ausbildungsstätten. Ja, und dann denken ganz viele Leute auch, wenn sie in so einem Zirkel oder in so einer, weiß ich nicht, ja, Zirkeltätigkeit oder Gemeinschaft oder wie das auch jetzt immer heißt, Vereine und so weiter und so fort, alle glauben, sie können irgendwie Kunst machen. Unendlich viele Leute wollen auf dem Markt, die haben kein Diplom in der Tasche oder. Und es gibt wahnsinnig viel und die Welt ist ja offen. Die Grenzen sind offen, es gibt ein Überangebot. Und was ich ein bisschen schade finde, dass die Hochschulen so vollgestopft sind, dass da nicht eine größere Sortierung stattfindet, dass wirklich aus einer wenigeren Anzahl von Studenten, die aufgenommen werden könnten, finde ich, dort heraus sich eine bessere Möglichkeit ergeben könnte, danach zu existieren. Man hat zwar jetzt unheimlich viel für junge Leute nach dem Studium so Stipendien, Preise und irgendwas kann man sich bewerben, das finde ich auch nicht schlecht. Das hört dann nachher irgendwann auf, wenn sie nicht mehr jung sind, was wieder komisch ist. Wer es bis dahin nicht geschafft hat. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Also wenn man alle Schulen zusammenzählt, nur allein in Deutschland, das ist ein, was da jedes Jahr aus jedem Fachbereich rauskommt, dass die können alle gar nicht überleben. Da kommen wirklich bloß die durch, die ausdauernd, weiß ich nicht, auf dem richtigen Zeitlevel liegen, keine Ahnung. Also wenn ich irgendwie zumindest leben will, durch Geld verdienen, müsste ich das und das machen. Das ist auch der falsche Weg. Ja? Also als Künstler müsste man da gab man den Spruch, man soll nicht einem großen Feuer hinterherrennen, sondern lieber seine eigene kleine Flamme am Brennen halten, also das eigene ist ganz wichtig. Also wenn jemand nun eigen da was findet an irgendwelchen Sachen, die völlig anders sind, als was andere machen, und von mir aus auch. Und wenn er sich da rein verbeißt und verbohrt, dann muss er das machen.
auch wenn er nicht, wenn keiner was von ihm will, wenn sich keiner interessiert, wenn er nichts verdient, müsste er halt also sein Geld woanders herkriegen. Zumindest jetzt mache ich mal von Hartz IV.